Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. So, wir starten als erstes mit dem Wirtschaftskalender. Ich kann schon mal so weit oder so viel sagen. Diese Woche wird recht überschaubar, muss man sagen, von den fundamentalen Eindrücken. Also viel ist es nicht. Wir schauen gleich mal heute in den Montag. Heute wartet uns eigentlich bloß noch um 23 Uhr der Herr Wheeler, der Präsident der Reserve Bank of New Zealand. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja. Also der Montag wird wahrscheinlich heute aus vielen technischen Gegenreaktionen, aus Konsolidierungsphasen bestehen, aber mehr erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht. Bisschen spannender wird es dann morgen früh um 6 Uhr. Da spricht der Herr Kuroda, der Präsident der Bank of Japan. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was er hier für Impulse liefern möchte. Was uns natürlich auch im Rahmen des Forex Signals Service weiterhelfen würde, wenn wir hier ein Short Setup im Nikkei laufen. Ja, wenn der Nikkei schön weiter nachgeben könnte, aber da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann würden wir uns entsprechend positionieren, nochmal ein weiteres Mal. Vielleicht müssen wir gucken, wie es reagiert. Also vor solchen Ansprachen, ich hasse das da irgendwie herumzulamentieren. Was könnte er sagen? Was wird er sagen? Ja, wir wissen ja überhaupt nichts. Was wird er sagen? Was wird er von sich geben? Wir können sowieso bloß reagieren. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass man Positionen teilschließt, dass man Positionen im Vorfeld, keine Ahnung, Break-Even setzt oder was auch immer. Ja, solche Geschichten, das kann man machen. Oder dass man wenigstens nicht 5 Uhr 55 noch unbedingt eine Position im Nikkei oder in irgendeinem Yen-Paar eröffnen muss. Das sind so Dinge, die man machen kann. Aber jetzt hier eine Stunde lang rumzuspekulieren, was könnte Kuroda sagen und wie könnte der Nikkei reagieren, ja, bringt uns keinen Meter weiter. Überhaupt nichts. Nur Zeitverschwendung. Ja, was anderes brauchen wir uns ja für morgen noch nicht angucken. Das wird sowieso alles recht entspannt. Also wenn, dann wird es erst nachmittags interessant hier mit den USA ab 15:45 Uhr, aber heute ist ja Montag und dementsprechend warten wir natürlich auch die Zahlen bzw. die Impulse von heute ab. In diesem Sinne, gleich mal der Blick in den DAX. Der präsentiert sich heute sehr, sehr stark, gar kein Wunder, ja. Ich erinnere nochmal daran, wir sind ja hier oben eingestiegen bei rund, was waren das, 10.730 Punkten. Das basierte damals auf, jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ich glaube hier, ja genau, auf dem Retest eines steil verlaufenden, aufwärts gerichteten Trendkanals, so sah es ungefähr aus, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Sondern hatte ich gesagt, okay, wir warten jetzt hier auf den Ausbruch aus dieser SKS-Formation, der ist erfolgt und das Kursziel wurde auch erreicht, hier bei, was waren das hier, 10.000, wir können mal ganz genau gucken, was es war, die 10.488,5 Punkte und damit auch, müssen wir in den Daily Chart gehen. Und damit wurde auch das 38,2-Retracement dieser letzten großen Aufwärtsbewegung getroffen. Und auch da erinnere ich nochmal an die letzte Aussage innerhalb der letzten Analyse. Wenn der Kurs hier aus diesem tagesbasierten aufwärts gerichteten Trendkanal herausfällt und sich hier stabilisiert rund um das 38,2-Retracement, dann könnte man bereits über die Schließung der ersten Short-Position nachdenken, beziehungsweise über Teilschließung, sowas in der Art. Denn wenn der DAX hier nochmal hochkommt und diesen Trendkanal testet, so wie er es ja aktuell hier gerade versucht, dann könnte die Gegenbewegung so extrem ausfallen, dass wir hier ansonsten rausfliegen würden mit der ersten Short-Position. Aber gut, das war jedem selbst überlassen, beziehungsweise ist es ja auch jedem selbst überlassen. Der eine oder andere bleibt vielleicht einfach hier investiert und sagt sich, okay, das stört mich nicht, wenn der DAX hier mal, keine Ahnung, so 151 Punkte gegen mich läuft. Es kommt auf das große Ganze drauf an. Und das finde ich auch eine völlig korrekte Einstellung. Denn es ist ja auch im Grunde genommen das, was wir auch mit unseren Videos verkörpern wollen, beziehungsweise vermitteln wollen, ja, nicht immer gleich aus allen Positionen rausspringen, vielleicht mal hedgen, vielleicht mal Teilschließungen machen, ja, hier unten war ja auch ein schöner Punkt zum Hedgen. Und dann kann man das Ganze ganz entspannt aussitzen. Das große ganze Kursziel befindet sich hier erst einmal bei 10.361,5 Punkten. Das ist hier das 61,8-Retracement dieser großen Aufwärtsbewegung, also dieser letzten Rallye und gleichzeitig der Beginn des nächsten noch offenen Gaps. Aber wenn wir mal von der reinen Charttechnik ausgehen, die Projektionshöhe dieses Daily-Trendkanals, die muss mal kurz nachjustieren, ob das hier noch alles passt. Moment. So. Die ist natürlich wesentlich größer, beziehungsweise reicht sie wesentlich weiter, und zwar bis ungefähr 10.060 Punkte. Aber ja, der DAX wäre nicht der DAX, wenn er sich immer an völlig normale charttechnische Orientierung halten würde. Deshalb, ja,
Nehmen wir es hier mal, wie es kommt. 61.8 Retracement, offenes Gap. Das ist eine klasse Situation. Das ist ein schöner horizontaler Unterstützungsbereich. Und wenn wir dort angelangt sind, das ist schon mal viel wert. Und ja, dann müssen wir uns weiter orientieren. Zurück in den H1-Chart, nochmal zu unserer ehemaligen SKS. Hier hat sich ja im Zuge dieses Ausbruchs eine schöne bärische Flagge gebildet. Und der DAX hampelt jetzt hier auch so ein bisschen dran rum. Stundenkerze, letzte Stundenkerze, die 9-Uhr-Kerze. Exakt hier an der Unterseite dieses vermeintlichen Trendkanals bzw. dieser vermeintlichen bärischen Flagge gescheitert. Recht gutes Zeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im weiteren Tagesverlauf hier noch so ein bisschen hochzuppeln. Vielleicht auch noch ja, bis heute Abend kurz vor der Schließung. Und dann hätten wir auch de facto das 61.8 Retracement mit dieser gesamten Abwärtsbewegung erreicht. Ja, im H4 ist es ja eine reine Bewegung. Da sprechen wir nicht wie im H1 hier über mehrere Etappen, ja, da hätten wir zum Beispiel diese Etappe oder dann hätten wir diese Etappe oder diese Etappe hier. Aber das haben wir alles nicht im H4 im Daily. Deswegen schauen wir uns ruhig mal den übergeordneten Bewegungsablauf an. Und da sehen wir schon, okay, wir sind jetzt hier am 50er aktuell gescheitert. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt in den nächsten Stunden nochmal ordentlich absacken, rund 10.560 Punkte, sowas in der Richtung. Ja, und dann erst im Laufe des restlichen Tagesverlaufs bis heute Abend hier dieses Key-Level erreichen. Und hier wird es dann sehr, sehr spannend. Also rund um diese, ich kann es ja vielleicht mal aufrunden, 10.685 Punkte, da wird es sehr, sehr spannend. Was macht er hier oben dann? Ja, testet er diese kleine SKS im H1 lediglich und damit auch im H4-Chart die Oberseite dieses Trendkanals, die wir hier sehen. Ja, hier sehr schön wieder eingebrochen, das kann er ruhig testen. Und solange er hier drunter bleibt, solange wir auf H4-Basis, auf Daily-Basis unterhalb dieses Levels bleiben, unterhalb dieser Trendlinie, sehe ich hier keinen Grund, völlig überstürzt aus der Position zu entfliehen. Im Gegenteil, ich würde das Ganze dann hier vielleicht sogar nochmal weiter ausbauen und hier auf weitere Kursverluste spekulieren. So, dann schauen wir uns in dem Zusammenhang auch nochmal das Gold an. Gold gibt natürlich nach, klar. Starke Indizes, starker US-Dollar-Index, Gold gibt ein bisschen nach. Ist nicht weiter dramatisch. Wir haben prinzipiell Platz. Also hier war und ist ein starker Supportbereich rund um die 10.331 Dollar. Wenn er hier drunter fällt, wie gesagt, ist auch kein großes Drama. Wir haben theoretisch Platz bis zu diesem Key-Level, ja, bis zu der Oberseite dieses aufwärts gerichteten Trendkanals, den wir hier sehen. Der hat also inklusive bärischen Fehlausbruch, deswegen sind wir hier auf den Ausbruch draufgegangen. Ja, und das Ganze wurde ja schon einmal getestet. Es kann ruhig noch einmal getestet werden. Es hat sich hier so eine Art Keil hier gebildet oder beziehungsweise eine Dreiecksformation. Und rund um diese 10, 3, was sind das, 1320 Dollar hier sollte er sich dann mal stabilisieren. Hat prinzipiell auch einen Pufferbereich bis 1300 und ich runde es mal auf, 1310 Punkte. Hier irgendwo in diesem Bereich sollte er sich stabilisieren. Und wenn das passiert auf Daily-Basis, dann gehen wir auch weiterhin von einer schönen bullischen Entwicklung aus und ja, können das Ganze dann entsprechend weiter traden. Wir sind sehr geduldig im Gold. Wir hatten uns hier bei rund 1333 Dollar Long engagiert, hatten dann hier oben bei einer Widerstandsbildung, sieht man sehr, sehr schön im H4-Chart. Moment. Ich noch mal raussuchen, das war hier, ich glaube, was hatten wir denn, ja genau, hier hatten wir so einen Widerstand, ach nee, also den Widerstand gab es, genau, und dann auch noch in Form dieses kleinen Dreiecks hier oben, ich zeichne es noch mal der Vollständigkeit halber ein, so, und hier oben hat man dann gehatcht, als der Kurs hier angelangt ist, und dementsprechend befindet sich das Ganze jetzt hier in einer gehatchten Situation, und es ist jetzt egal, inwieweit er sich noch mal ausdehnt, er kann noch mal hier runterkommen, das ist jetzt prinzipiell völlig belanglos. Ja. Ich denke sowieso, dass es erst zu einem nachhaltigen Ausbruch irgendwann im September kommen sollte, wenn auch das letzte Drittel dieser Dreiecksformation hier erreicht werden sollte. Und ja, bis dahin wird er ein bisschen rumspielen, wird alle nervös machen, aber wir lassen uns natürlich vom Gold nicht ins Bockshorn jagen. Hier auch nochmal die EMAs mit ins Spiel gebracht. Hier sehen wir auch, der Daily 50er 55 EMA befindet sich hier in diesem Pufferbereich, den wir gerade im Chart ohne EMAs definiert haben. Ja, und hier wird sich viel entscheiden. Ich meine, bricht er hier durch, dann bricht er halt durch. Dann müssen wir mit der Situation auch klar kommen. Und wenn er dann nochmal einen Retest macht von unten, werden wir uns dann Short einklinken. Also sich hier in irgendeine Richtung zu verlieben, den Fehler werden wir sicherlich nicht begehen. Aber aktuell befinden wir uns im charttechnischen Niemandsland, höchstens untergeordnet an irgendwelchen Supports. Aber das sollten wir, wie gesagt, nicht überbewerten. Bitte ganz, ganz ruhig bleiben im Gold und diese Konsolidierungsphase, wie sie jetzt gerade auch zu sehen ist, einfach mal abwarten.
In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in die neue Handelswoche, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und sage Tschüss.